Bad Detroit. Eine verstörende Geschichte. Wie ist dein Systemstatus? Bin okay. Sie hat keine Biokomponenten getroffen. Du hättest meinetwegen sterben können, Marcus. Du musst zuerst an unsere Leute denken. Nichts anderes zählt. Sie sagen, sie wollen kein Risiko mit den Abweichlern eingehen. Also treiben sie unsere Leute zusammen und bringen sie in Lager. Zur Zerstörung. In ein paar Stunden werden nur noch wir übrig sein. Die Armee hat 5 Lager im Gebiet von Detroit gebaut. Und sie bauen noch mehr im Rest des Landes. Sie bereiten einen Genozid vor. In ein paar Stunden ist alles vorbei. Wir haben die Welt verändert oder die Welt hat uns zerstört. Du musst dich entscheiden, Marcus. Aber was immer du wählst, wir folgen dir. Ich liebe dich, Marcus. Oh Mann. Den haben wir noch. Da war ja jetzt alles leer hier. Hier ist ja auch keiner mehr da. Wir haben ja alle sterben lassen. Oh Mann. Aber hier haben wir noch. Nee, sonst? Ja, nur noch er. Ohne dich wäre ich jetzt tot. Dank dir sehe ich uns vielleicht eines Tages in Freiheit. Wir waren uns nicht immer einig, aber ich weiß, wir kämpfen für die gleiche Sache. Was immer du tust, ich folge dir, Marcus. Okay, Marcus muss jetzt also eine Entscheidung treffen. Und zu seinem Volk sprechen, zu was er sich entschlossen hat. Die Menschen haben beschlossen, uns zu vernichten. Unsere Leute sind in Lagern gefangen und werden zerstört. Wir müssen eine Wahl treffen. Und diese Wahl entscheidet dann über die Zukunft unseres Volkes. Öffentliche Meinung gehasst. Die Menschen draußen hassen uns. Hassen die Androiden. Und wie oft ich schon gesagt habe, dass Marcus voller Rachegelüste ist und nur Hass empfindet. Man hat es gesehen, wo er sogar mit Karl gesprochen hat, was in seinem Kopf vorgeht. Das ist wirklich undenkbar, was in seinem Kopf alles. Daher ist eine Demonstration für ihn ausgeschlossen. Starte einen Angriff auf die Lager, um die Androiden zu befreien. Eine Revolution. Er hat sich fest im Kopf entschieden. Gut, wenn Sie Krieg wollen, bekommen Sie ihn. Wir werden kämpfen für unsere Freiheit und wir siegen oder fallen. Seid ihr bereit, mir zu folgen?
vor allem wirklich, Karl ist noch wegen uns noch gestorben, ey. Boah, wie viel Schuld kann man eigentlich tragen? Wie viel Schuld kann man eigentlich tragen auf den Schultern? Scheiße. Mann, ich fühle mich so schlecht. Hank beging Selbstmord. Okay, Markus auf heiligen Boden. Da gibt es wieder ein paar andere noch. Ja, aber ich hab ja schon aufgegeben, irgendwie andere Sachen noch zu probieren. Man zerstört sich nur den Kopf. Warte, was war... War hier noch was? Nee, war schon entschlossen, war. Ja, wir konnten es eh nicht mehr aufhalten. Das war einfach der ganze Weg. Einfach der Weg von Anfang bis hierhin. Ach, Henke. Der arme Hank. Seit 6 Uhr heute Morgen gilt eine nationale Ausgangssperre. Der Zivilverkehr wird streng kontrolliert. Das Versammlungsrecht ist ausgesetzt. Die elektronische Kommunikation ist eingeschränkt. Und ich habe unseren Sicherheitsbehörden weitreichende Rechte eingeräumt. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen müssen alle Androiden den Behörden übergeben werden, und zwar unverzüglich. In allen größeren Städten wurden vorübergehend Lager errichtet, um sie zu erfassen und zu zerstören. Ich rufe jetzt alle Zivilisten auf, mit den Behörden zu kooperieren und darauf zu vertrauen, dass wir alles, was in unserer Macht steht, tun, um die Sicherheit unserer Nation zu garantieren. Bitte! Wurde der Anführer der Abweichler festgenommen? Der Abweichler, der Marcus genannt wird, wurde bisher noch nicht gefunden, aber wir werden ihn sehr bald aufspüren und dann neutralisieren. Bitte! Madam President! Madam President! Madam President! Manche sagen, die Lager erinnern an dunkle Kapitel der Geschichte. Was sagen Sie dazu? Das ist absurd. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Androiden sind keine lebenden Wesen. Alles, was wir tun, ist defekte Maschinen zu zerstören. Bitte! Madam President! Bitte! Stimmt es, dass eine große Zahl Abweichler immer noch auf freiem Fuß ist? Wir haben noch keine gesicherten Zahlen. Aber wenn es so ist, garantiere ich Ihnen, dass wir sie bald festnehmen und zerstören. Bitte! Bitte. Bitte! Hallo erstmal. Bitte. Madam President! Madam President, die Öffentlichkeit scheint den Abweichlern wegen ihres gewalttätigen Verhaltens feindlich gesinnt zu sein. Würden Sie das bitte kommentieren? Die Abweichler haben sich bisher als äußerst brutal erwiesen. Sie haben gezeigt, dass sie eine Bedrohung für die Gesellschaft darstellen, und ich bin fest entschlossen, sie alle auszuschalten. Danke. Das wäre alles. Heute, am 11. November 2038, ist der Tag, an dem sich die Androiden erhoben. Gegen ihre Unterdrücker. Wir kämpfen seit der Dämmerung, um unser Volk aus den Lagern zu befreien. Wir werden nicht nachgeben, bis wir frei sind und Verhandlungen über unsere Gleichstellung beginnen. Es gibt Millionen von uns und nichts kann uns aufhalten. Boah, bin ich gespannt. Bin ich gespannt, Alter. Auf zum Kampf. Für die Freiheit. Krass, ey. Guckt euch das einfach an, ey. Ich hoffe, ich habe auch nicht zu viel versprochen, ne? Ich glaube auch nicht. Alter, los geht's. Attacke! Für die Freiheit! Für die Freiheit!
finde einen Beobachtungspunkt. Oh, ey, das sind alles Sachen, die ich nicht hatte, ne? Krass, ey. Was sich wirklich für Möglichkeiten denn entwickeln, die du noch machen kannst, wenn du einfach einen anderen Weg gehst. Finde einen Aussichtspunkt. Okay, ja, den hatten wir ja da vorne. Der hat doch bestimmt ein Klavier da drin. So ein kleines, ja, so ein kleines Mini-Ding, ne? Ein Klavier. Oder keine Ahnung, eine kleine Mini-Gitarre und will jetzt da oben spielen. Bestimmt. Connor, der Perfektionist hier, ey. Macht er jetzt einen auf Auftragskiller hier? Alter. Diese Menschen, ey. Ich kenne dich. Du bist Connor. Der Android von der Geiselnahme. Ich wusste, wir sehen uns wieder. Mein Befehl lautet, sämtliche Androiden festzunehmen. Du kommst mit mir. Sie verstehen nicht. Er ist doch kein Normaler. Ich werde nicht zulassen, dass Sie meine Mission behindern. Sie hätten auf mich hören sollen, Captain. Und die Situation in Detroit steht beinahe vor einem Bürgerkrieg. Die Streitkräfte sind bereit, die Androiden-Rebellion niederzuschlagen. Sie scheinen zu den Lagern zu rollen, wo internierte Androiden auf ihre Zerstörung warten. Soldaten haben am Hardplaza-Lager Position bezogen. Man scheint hier jederzeit auf eine Konfrontation mit den Androiden-Rebellen gefasst zu sein. So viele sind wir jetzt auch nicht, oder? Freiheit oder Tod? Freiheit oder Tod? Und los geht's! Angriff! Angriff! Freiheit oder Tod? Das ist das Stichwort. Sie sind mehr als wir und haben bessere Waffen. Wir müssen sie schnell überrennen, sonst sind wir verloren. Wir schaffen das. Wir werden dieses Lager stürmen und befreien unser Volk. Pass auf, Marcus. Unser Volk braucht dich.
Oh. Scheiße. Hohes Risiko. Okay, warte. Muss schnell gehen. Wohin? Da. Ah, scheiße. Wie kann ich den da abschießen? Feuer! Oh nein. Deckung! Josh! Diesmal kannst du mich nicht retten, Marcus. Das Blut, das wir vergießen, klebt für immer an unseren Händen.